Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen endlich wieder zurück hier auf der wunderschönen Frühling, Freunde. Das Projekt, weil etliche von euch nachgefragt haben im Stream, by the way, Stream immer Dienstag und Donnerstag auf Twitch. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Dieses Projekt ist noch nicht vorbei. Ich hatte nur einfach keine Zeit hier weiterzumachen, weil so viele Dinge anstanden. Darum soll es aber nicht gehen. Warum es gehen soll, ganz klar. Das ist die Frühling und wir wollen auch mal eben schauen, wo wir das letzte Mal hängen geblieben sind. Und das war auch, hängen geblieben ist eigentlich fast schon ein sehr treffender Begriff. Denn wir hatten hier ein Problem. Ich habe den Mod drauf, dass bei Schlupf und durchdrehenden Rädern entsprechend der Boden aufgerissen wird. Das ist auch völlig okay so und völlig cool so. Denn die Fläche hier war einfach zu nass für das Güllefass, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, inklusive meines Fans. Haben eben die Räder doch zu sehr durchgedreht und es ist hier die Grasnarbe aufgerissen worden. Und unglücklicherweise einmal bis hierher, bis hier rum. Der Modder, der dieses Skript gemacht hat, hat sich dafür selbst noch entschuldigt. Wo ich aber gesagt habe, hey, musst du doch gar nicht, es hat doch alles funktioniert. Es ist doch alles tippitoppi. Naja, nun stehen wir hier. Ich habe schon Breitreifen auf dem Fan drauf. Die einzige Alternative wäre Zwillingsreifen für zusätzliche 2.000 oder 3.000 Euro. Ich bin bei 27.000 aktuell. Ihr seht das ja oben rechts. Für mich keine Option. Also lassen wir die Fläche erstmal liegen. Wetter ist, ja, kommt nochmal ein bisschen die Sonne. Nächster Tag wird es regnen. Also müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwo dazwischen kriegen. Vor dem Regen wäre das eigentlich schon ganz praktisch. Naja, dann beschäftigen wir uns heute erstmal mit einer anderen Geschichte. Und zwar haben wir ja auch noch Zwischenfrucht ausgebracht im vorangegangenen Jahr, und zwar den Ölrettich als Greening. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Was bedeutet Greening überhaupt und was macht das für einen Sinn? Der Ölrettich ist bekanntermaßen eine Zwischenfrucht. Den könnt ihr nicht ernten oder sonst irgendwas, ihr könnt ihn einarbeiten. Und das Einarbeiten hat folgenden Hintergrund. Der Ölrettich speichert im Prinzip die Nährstoffe und gibt sie dann an den Boden bei der Einarbeitung entsprechend ab. Wir sind jetzt hier bei 20 Kilogramm Stickstoff. Es sollten in etwa nochmal 20 draufgegeben werden durch den Ölrettich. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob der hier eingearbeitet ist. Das werden wir, also der Wert, die 20 Kilogramm, das werden wir aber gleich sehen, wenn wir den einarbeiten, wie das dann hier entsprechend aussieht. Und genau das werden wir heute tun. Ich habe hier meinen 515er. Ich freue mich auch endlich mal wieder auf der Kiste hier zu sitzen. Richte mich noch gerade ein bisschen ein. Ein, zwei kleine Sachen und dann geht's auch schon los. So, dann einmal. Das Getriebe ist auch voll manuell. Ich spiele mit Realism Add-on Gearbox. By the way, Realism Add-on Gearbox ist jetzt kompatibel mit VCA. Das funktioniert jetzt alles. Ach, herrlich, Freunde, herrlich. Tür zu. Prüfen wir nochmal. Maschine ist ausgewählt, Handgas funktioniert auch. Ist ein Träumchen, die Tür hier drüben natürlich auch offen, wie immer. Dann der Gang, jawohl. Und die Lastschaltstufen, sehr schön, schalten sich auch. Alles bestens. Einmal rückwärts müssen wir hier unsere Scheibe natürlich andocken. Wenn ich, apropos Scheibe, mal die hier dafür mal eben öffnen. Ja, das war schon ein bisschen touch too much. Gang raus. Handbremse rein. Was wir leider nach wie vor durch Realism Add-on Gearbox haben, ist das Zittern der Drehzahl. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden. Und das ist, ja, das ist ein Punkt, wo ich sage, damit kann ich leben. Denn was mir Realism Add-on Gearbox an der Stelle halt gibt, ist Handgas und vor allem ein vernünftiges Kupplungsverhalten. Das hast du im VCA, also beziehungsweise im Spiel alleine, hast du das nicht. Darum will ich da gar nicht groß mich beschweren. So. Wir starten mal. Ja, ich denke mal sogar im dritten Gang, das reicht. Einmal ausgehoben das Ganze und das Fenster können wir dann auch wieder schließen. Handbremse.
Hier hört man jetzt eben schön das Zittern. Ja. Nicht optimal, aber passt schon. Wie gesagt, wir können wenigstens vernünftig kuppeln. Und dann fahren wir nämlich immer zum Feld runter. Ah, super, die Kiste zu fahren ist immer wieder schön. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt in der Zwischenzeit irgendwelche Updates gibt oder gab. Ist mir ehrlich gesagt aber auch egal. Weil er fährt halt top. Er fährt halt einfach tippitoppi. Reifen-Soundscript von Peter Aha habe ich jetzt mit drauf. Das Ganze findet ihr natürlich auch in meiner Modliste und die Modliste natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, wir klappen hier die Scheibe schon mal aus. Wichtig, oh gut, Allrad ist noch drin. Allrad werde ich hier benötigen. Und dann fahren wir hier schon mal auf unsere Fläche drauf. Kaputt fahren wir an der Stelle nichts. Da muss ich aber nochmal in den Einstellungen gucken. Also Fruchtzerstörung sollte an sein. Wir gucken einfach mal eben schnell nach. Fruchtzerstörung war aus. Interessant. Ach so, natürlich. Weil ich auf der Wiese wahrscheinlich so unsicher war, was das Ganze auf sich hat. Oder wo das Problem ist. Dann hier nochmal die Gegenprobe, aber auf dem Ölrettich scheint das auch nicht so das Problem zu sein. Dann gebe ich ihm mal ein bisschen Handgas hier. ...1900-2000 Umdrehungen. Es staubt ordentlich, das könnte man jetzt hier, das ist ja auch ein Mod. Ich glaube, die Dusty Lens Erweiterung war das. Die Staubskala ist auf 1. Da könnten wir jetzt mit Umschalt links und Komma mal auf 0,6 oder so runtersetzen. Weil allzu sehr würde es, glaube ich, nicht stauben. Wenn der Boden so nass ist. Was mich jetzt aber nochmal interessiert ist, ob sich, hoppala, die Textur jetzt gleich nochmal verändert. Weil das ist so eine Stoppelsturztextur. Die passt einfach bei der Einarbeitung des Ölrettichs nicht. Es sieht einfach falsch aus. Aber ja, gut, ne? So, hier regle ich jetzt alles mit Handgas, ne? Bin also komplett von der Pedalerie runter. Das ist überaus angenehm. Ein Trimble haben wir ja jetzt hier nicht, so ein Trimble GPS. Also ich kann auch keine GPS-Spurführung benutzen, logischerweise. Wenn ich es nicht mit an Bord habe. Aber ehrlich gesagt, für meine kleinen Flächen hier... Ah, wir sollten uns... Also was wir zusehen sollten... Machen wir wieder Handgas rein hier. Ist nochmal das Thema Pacht Grünflächen. Da will ich ein bisschen mehr machen. Und wir sind halt jetzt im März. Und im März können wir, glaube ich, so langsam mal angreifen. Das heißt, ich würde mir jetzt dann nochmal Flächen dazu pachten. So dass wir gegebenenfalls mit Silageballen noch ein bisschen, also ein bisschen mehr Silageballen, A, für unseren eigenen Verbrauch kreieren. Und B, vielleicht auch eine weitere Einnahmequelle. Ich muss mich selber erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen in das Projekt hier. Weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, was die Planung war. Das sind halt echt jetzt schon wieder, boah, naja, Wochen. Aber davor habe ich auch nicht so viel gemacht. So, wir ziehen hier mal durch. Und dann möchte ich gleich mal mit euch ins Escape-Menü schauen. Wir haben, wie gesagt, die Flächen jetzt zusammengelegt. Hat jetzt keinen tieferen Sinn ergeben. Mir gefiel es einfach besser, weil ich ja einfach ja, durcharbeiten kann. Das ist eigentlich so der einzige Hintergrund.
Die Flächen selber haben ziemlich gleiche Ausgangswerte, weshalb das auch ganz gut passt. Ne, also sonst sind ja immer noch, also man müsste im Prinzip einmal komplett durchflügen, auch die Insel dort wegmachen, um die Flächen komplett zusammenzulegen, und das möchte ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht machen. So, ich würde jetzt aber gerne mal zuschauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch hier reinbekommen. Und vielleicht auch relativ neu und bislang von mir aus gesehen zumindest recht unpopulär. Mal ein paar Außenshots, ein paar Außenaufnahmen. So, jetzt sind wir hier bei 10, 12 km/h. Das ist eigentlich, glaube ich, mit der Scheibe noch ein bisschen besser eine Einbearbeitung des Ölrettichs. Aber auch hier schreibt mir gern nochmal eure... Oh, hier ist ja noch... Was haben wir denn hier noch? Na, ein Glück fahren wir hier lang, da müssen wir immer drüber. Schreibt mir da gern mal eure Erfahrungswerte, gerade an diejenigen, die in der realen Landwirtschaft vielleicht unterwegs sind. Einarbeitung Ölrettich, Einarbeitung Zwischenfrucht. Mit Scheibe Geschwindigkeitsbereiche. Weil ich bin gerade hier ein bisschen langsamer unterwegs. Finde ich persönlich aber jetzt nicht unbedingt schlimm. Also, würde mich mal interessieren, wie man das da so macht. Hier ziehe ich jetzt auch nochmal komplett durch. Und ich glaube, dann gehen wir so ein bisschen, ja, in die Außenaufnahmen. Einfach mal, um das Gespann auch so ein bisschen hervorzuheben. Ah, übertreiben müssen wir es nicht. 2000 Umdrehung reichen. Ja, und dann arbeite ich hier einfach die Flächen ab. Ach so, beziehungsweise bevor wir in die Außenaufnahme gehen. Auf, na, aber wohl, ne? Nö, das Ergebnis, ob das da jetzt angezeigt wird oder nicht, das stellen wir hinten an. Okay. Ein, zwei Aufnahmen sind drin. Ein, zwei Bahnen habe ich gezogen. Und jetzt will ich wirklich nochmal schauen. Gibt es jetzt denn hier eine Veränderung im Stickstoffwert? Und ja, wir sehen hier eine Veränderung. Ne? Wir haben hier Bahn gezogen, hier Bahn... Entschuldigung. Hier Bahn gezogen und hier. Und sind dort tatsächlich bei 40 Kilogramm pro Stickstoff. Also, Fazit des Ganzen. Die Einarbeitung von Ölrettich bringt euch ganze 20 Kilogramm Stickstoff pro Hektar für all diejenigen, die es nicht wissen. Und das ist gerade, wenn ein Feld überwintert, einfach eine super Sache, die du easy gut mitnehmen kannst. Den Rest düngst du dann noch entsprechend auf, je nach Pflanze, was draufkommt. Läuft, ist tipptopp. Das Einzige, was mich jetzt hier, oder woran ich mich jetzt hier natürlich störe, ganz klar, das sind die Texturen hier am Boden. Denn also so eine Texturen hier... Das wäre supi, aber ja, das passt hier nicht ganz so gut. Aber die Mission in Summe ist geglückt. Wir werden dann hier, ich weiß gar nicht mehr, was die Planung war. Ich weiß gar nicht mehr, was die Planung war, was wir hier auf die Fläche drauf machen wollten. Muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen. Und nachschauen, ich glaube, dass Weizen war. Ich weiß es nicht mehr genau. Freunde, das soll es aber auch für dieses Video schon wieder gewesen sein. War jetzt, ja, vielleicht eins der etwas kürzeren. Aber ich muss auch erstmal wieder ins Projekt reinkommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Vergesst das kostenlose Kanalabonnement nicht. Würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.